Nintendo Direct gewünscht. Nintendo Direct, die waren schon ein bisschen Schubidai Croissant, oder? Die war schon geil. Also ich muss sagen, direkt das erste Spiel hat mich schon glücklich gemacht. Du laberst doch. Mario vs. Donkey Kong ist so ein schönes... Das war nicht das erste Spiel. Natürlich war das erste Spiel, was gezeigt worden ist. Nein, war es nicht. Das erste Spiel, das gezeigt wurde, war ein Splatoon, war der zweite Teil vom Splatoon-DLC. Ah, stimmt. Okay, und man war so voll auf... Oh Gott, geh weg, Digga. Geh mit dem Scheiß. Ich will die Scheißviecher nicht sehen. Richtig, richtig. Aber das war ja kein richtiges erstes Spiel. Das war ja quasi nur ein DLC. Also das erste richtige Spiel, Mario vs. Donkey Kong, das Remake, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das hat dir gefallen? Das habe ich erst damals als Kind immer echt gerne gespielt auf dem Game Boy Advance. Von daher war ich da sehr überglücklich. Joxoron war auch so. Warte mal, ich muss dich minimal ein bisschen leiser stellen. Okay. Ist ja immer schwierig mit den Jungs, ne? So. Ja, natürlich. Alles klar. So schreie er wieder. Ja. Jetzt bin ich raus. Das hat dir sehr gefallen als Kind. Ja, es hat mir sehr. Ich habe als Kind immer sehr viel gespielt. Na, das ist Donkey Kong, Game Boy Advance tatsächlich. Ah ja, genau. Jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte. Joxoron konnte auch nicht aufhören, immer wieder im Chat zu schreiben, das ist ein mega gutes Spiel, das wird ein 90% Titel. Während ich die ganze Zeit so mal, Digga, wer fragt nach der Scheiße, das will doch keiner haben. Aber jetzt haben wir es erfahren. Joxoron und Ricky sind die beiden Verkaufszahlen, die das Spiel haben wird. Du, ich glaub mir, die wird es auch gefallen. Die werden den Spaß... Ja, ich hatte ja damals Mario... beziehungsweise Donkey Kong, ne? Donkey Kong auf dem Game Boy. Das ist ja der Ursprungstitel, ne? Da ist das ja auch mit diesen Moves und du musst den Schlüssel dann sammeln und hast nicht gesehen. Es gab halt nur noch nicht diese kleinen Mini-Roboter. Aber die gibt's auch gar nicht in jedem Level, ne? Nee. Deswegen, ja, grundsätzlich kenne ich das ja. Und als Kind fand ich das auch gut. Aber ist halt so ein richtig typischer Gameboy-Titel, den man halt als Kind spielt, finde ich. Weiß ich nicht. Es ist jetzt nicht so der typische Titel, wo sich der Mit-30er so denkt, oh ja, geht gerade in den Mediamarkt und denkt sich, oh ja, das ist ja mal wirklich, aber das ist ja ein geiles Spiel, dann nehme ich mal mit, ne? Das werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Ja. Genauso wie ich glaube, du freust dich ein bisschen, dass vielleicht Funky Kong zurückkehrt, habe ich mir gedacht. Absolut. Absolut, Alter. Funky ist wieder da und das Spiel hat wieder Sinn. Und tatsächlich war es so, ich habe dieses F-Zero 99 gesehen, ne? Ja. Und ich hab eine Offline-Reaction gemacht, weil ich nicht da war, ne? Ja. Und habe ich noch gesagt, das Wollo liebt das doch bestimmt. Und habe dann in der Offline-Reaction geguckt kurz, ne? Ja. Ob du das schon spielst und du hast das tatsächlich schon gespielt. Natürlich. Ich habe sofort gewartet, ne? Sofort. Ja. Ich habe sogar vorher F-Zero auf Super Nintendo angemacht, um schon mal zu üben. Also ich bin auch gestern voll reingegangen, ne? So viel kann ich sagen. Ich habe das Spiel gestern durchgespielt, kann man sagen. Ich war zwischenzeitlich die Nummer 1 der Weltrangliste. Ich habe es wirklich. Ich habe es durchgespielt gestern. Jetzt habe ich gesehen, du warst Nummer 1. Du bist einfach Nummer 1 gewesen, Bollo. Er war die erste Nummer 1. Also ganz ehrlich, wenn man da nicht reinguckt, ne? Also eine Note, das ist doch nicht der. Okay. Hier ist hier. es kann doch nicht sein, dass das Bollo keinen Erfolg hat als der bekannteste oder der beste F-Zero X-Spieler. F-Zero 99-Spieler. Ja, das finde ich auch, ne? Also ich habe das im Stream gespielt und danach habe ich auf dem Sofa noch. Ich konnte nicht mehr aufhören, Ricky. Weil. Also ich bin auch froh, dass ich dann irgendwann mir dachte, okay, du musst jetzt schlafen. Weil ich hab mir die ganze Zeit Sorgen gemacht um meinen Rang, ne? Während ich schlafe, falle ich ja. Es ist zum Kotzen. Und wenn ich das jetzt hier mache, falle ich. Ich müsste eigentlich FFCU 99 spielen. Ich habe keine Zeit für nichts mehr. Ja. Ich hatte gestern nicht mal Zeit zum Essen eigentlich. Es war wirklich so. Ich dachte mir so, oh, ich muss ab Hunger, aber... kann nicht. Ja, Leute. Ihr wisst Bescheid, wenn bald keine Videos mehr kommen, ne? Ihr wisst, wo ihr Wolle findet, twitch.tv/RickyMania, da findet ihr mich. Wie ich während Ricky offline ist, FCO 99 grinde. Sehr gerne. Für den Ricky-Kanal mache ich das doch immer gerne. Kannst du gerne das ganze Wochenende machen, wenn ich nicht da bin? Ja, ich werde das ganze Wochenende spielen. Das ist, das wird tatsächlich auch passieren. Ja, das war die Ankündigung für mich des Jahres, würde ich fast schon behaupten. Der gute Laune-Typ, ne?
ist ja auch tatsächlich großer F-Zero-Fan, ne? Ja. Und ich hab's jetzt nicht gesehen, aber die Leute haben mir das erzählt. Und der hat sich wohl mega aufgeregt darüber, was die Scheiße soll, dass das jetzt das F-Zero sein soll. So richtig gute Laune-Typ, untypisch. Was? Der hat's nicht mal ausprobiert. Der wollte es nicht mal ausprobieren. Der wollte erstmal eine Nacht drüber schlafen, ob er es ausprobiert. Was? Ja. Dabei ist das, weil er sagte, ich hasse Battle Royals, aber das ist ja nicht, ist ja wirklich kein typisches Battle Royale. Nee, das ist halt wirklich nicht. Also, ne? Ich explodiere im Grunde nie. Deswegen, also man fährt schon zu Ende und die meisten fahren halt auch zu Ende. Deswegen weiß ich nicht. Das ist schon in Ordnung. Aber das war ja, es gab, man muss sagen, die erste Hälfte der Direct, da haben auch viele Leute bei mir im Chat geschrieben, so, oh, ist die schlecht bis jetzt. Und die erste Hälfte war auch wirklich nicht gut. Da war halt auch echt nur dieses Mario-Ding. Und mit F-Zero, das war schon in der zweiten Hälfte tatsächlich. Also Ricky hat eine Menge Spiele übersprungen, aber... War ja auch sonst nichts Gutes dabei. Ja, muss man auch wirklich sagen, also da gibt's auch... Könnte man jetzt auch nichts zu sagen. Das Typische halt, Leute, ne? Kennt ihr eine Direct? Ja? Okay, diese Spiele, die ihr da immer seht, genau diese Spiele kamen auch wieder. Manchmal denkt man sich so, das kam doch schon mal in der Direct, oder? Endlich neue... Das muss doch schon geben. Endlich mal innovative, neue Pixelspiele, die es noch nie gab. Yeah, mehr und Pixelspiele. Neue Spiele mit Animännchen. Neue Spiele, die wie Fire Emblem sind. Ja, guck mal. Ja, mehr Spiele, die... Oh Gott. War so gelangweilt. Ich habe teilweise mich schlafen gelegt, kurz, glaube ich. Und es war dann so, dass, also für mich die Highlights Mario vs. Donkey Kong, dann die neuen Charaktere für Mario Kart 8 sahen ganz gut aus. Außer es ist auch endlich die letzte Welt, das heißt, wir können uns vielleicht mal endlich bald auf neues Mario Kart freuen. Man weiß es nicht. Dann, tatsächlich sah das Peach-Spiel gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das könnte witzig werden. Das ist aber kein Jump'n'Run diesmal, ne? Nee, das ist einfach nur so, aber ich glaube, es könnte trotzdem witzig werden. Ja, ich dachte mir auch so was Neues und ich mochte die politische Message auch sehr, die das Spiel rüberbringt. Dass Frauen nur Theaterstücke machen können? Nein, dass Frauen alles sein können, wenn sie das wollen. Ach so. Ja, ich finde eine super politische Message. Sie kann Da Tang Jung sein, sie kann Koch sein, sie kann Prinzessin sein, sie kann alles sein. Ne? Verstehst du das, Ricky? Ich verstehe das. Aber wie gesagt, und natürlich, das Highlight für mich ist natürlich Paper Mario 2 The Thousand Year Door. Endlich kann ich es legal besitzen, ohne 400.000 Euro auszugeben. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber mich wundert eine Sache so ein bisschen. Ja. Ne? Also, was in meiner Welt jetzt nicht, macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Und zwar... Warum remaken die nicht erst den ersten Teil? Weil der erste Teil nicht so gut war und den gibt's auch. Der erste Teil ist voll gut. Ja, aber den gibt es schon auf der Switch. Mit Nintendo Online. Ja und? Ja, ich glaube, deswegen remaken sie nicht. Und weil sich halt da viele spielen. Das wird noch viel und mehr. Ich glaube, dass ich mehr Paper Mario 2 gewünscht habe. Safe. Und ich glaube, damit sehen sie auch die mehr, wenn die besser Monet. Ah, das kann schon sein, dass sie das mehr wünschen, aber am Ende kaufen die Nintendo-Fans doch sowieso alles, was Nintendo sagt. Aber ich freue mich trotzdem auf Teil 2. Ich weiß auch nicht. Meinst du, das wird jetzt so ein bisschen die Preise droppen von den GameCube-Spielen? Weil die werden ja für 100, 200 Euro, 300 Euro teilweise verkauft auf eBay. Kleinanzeigen und so. Ja. Meinst du, dadurch droppen jetzt die Preise ein bisschen? Willst du sie dann kaufen oder was? Ha? Willst du es dir dann als GameCube-Version kaufen? Nein, aber ich finde das einfach nur interessant, ob jetzt dadurch tatsächlich die Preise fallen werden. Kann ich nicht einschätzen. Ich muss sagen, diesen Markt beobachte ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich wollte es ja damals haben und habe es mir gekauft und habe aber dann die NTSC-Version bekommen, weil es so eine Fotze war. Und dann Ich habe sie wieder verkaufen wollen. Hab auch reingeschrieben, englische Version, NTSC, ne? Ja. Dann hat es anscheinend eine Mutter gekauft und hat wieder. Ich habe auch gesagt, das ist aber die NTSC-Version, die können sie nicht auf deutschen GameCube spielen. Ja, alles gut. Gekauft. Das geht ja gar nicht auf die GameCube meines Sohnes. Weißt du? Ja, das habe ich noch geschrieben. Und dann hat sich ein eBay angelegt. Ich habe eBay auch die Auszüge gezeigt, hat denen aber nicht gelangt. Ja, und dann habe ich im Endeffekt muss das Geld wieder geben. Hat mir aber das Spiel nicht zugeschickt. Habe ich quasi einfach Minus gemacht. Stark. Ja. Ja, also meine Paper Mario 2 Geschichte ist ein bisschen anders tatsächlich. Ich hatte das Spiel auch mal, ich hatte das mal für den GameCube in der PAL-Version. Und zwar hatte mein damaliger Nachbar, also den kannte ich von früher schon,
Und der ist dann da hingezogen, hab ich mega angekotzt, die Tatsache, dass er dann neben mir wohnte. Im Haus, ne? Mhm. Das war doof. Aber auf jeden Fall, der hatte Paper Mario 2. Und ich meine, ich habe das von ihm bekommen, weil er seine Xbox One bei mir updaten durfte. Okay. Ja, der hatte so einen Vertrag mit Datenvolumen sich geholt. Wie der letzte Affe. Und das war dann so, dass wenn er die Xbox updaten wollte, dass das komplette Datenvolumen einfach aufgebraucht war danach. Für den Monat. Das war natürlich highly problematisch. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du mir eben updaten? Hier kriegst Paper Mario dafür. Ich meine, das war so. Und irgendwann habe ich Paper Mario dann für, glaube ich, 80 Euro oder so verkauft, weil ich dringend Geld brauchte. Aber ich hatte es mal und ich habe nichts. Ich habe auf jeden Fall Gewinn mit Paper Mario gemacht. So viel kann ich sagen. Ich bin ja schlau. Ich habe mir noch eine. Ich habe mir noch eine Wertanlage geliehen, tatsächlich mittlerweile. Ich habe auch eine Wertanlage zu Hause stehen. Oha, welche denn? Und zwar habe ich von Nier Automata, kennst vielleicht, ne? Davon gehört. Habe ich die White irgendwas Box. Original verschweißt noch. Das war nämlich so. Die habe ich auch nur aus einem ganz merkwürdigen Grund. Ich wollte damals meiner damaligen Freundin dann zur Einweihungsdings ihrer Wohnung diese Box schenken. Aber dann gab es ja vorher die Trennung und so. Und dann dachte ich mir, dann war ich natürlich nicht mehr. Und dann, das sollte eigentlich zu der direkt kommen. Aber dann kam zwei Tage vorher noch mal eine Mail von Square Enix. Wir verschicken das in zwei Tagen. Und habe ich noch schnell die Adresse geändert, wo das hingeht. Ja. Und seitdem habe ich die. Sehr schön. Und die hebe ich mir natürlich auf. Ne? Die hat damals irgendwie 120 Euro, kostete die. Und auf eBay geht die jetzt für 300 bis 400 weg schon. Also ich habe... ja? Eine Original... Noch eine original verpackte Version von... Oh nein, das ist Super keine Mario Wertanlage. Das ist Super keine Mario Wertanlage, weil das jeder gemacht hat. Super Mario 3D All-Stars. Diese Wertanlage steht einfach in 3 Millionen Kinderzimmern. Aber nicht original verpackt. Nein, auf gar keinen Fall. Ich war ja sogar, ich bin ja sogar Teil des großen Problems. Ich habe es ja quasi jetzt einmal digital gekauft und einmal so, damit ich es später wieder teurer verkaufen kann in ein paar Jahren. Ich habe nur die digitale Version. Und bin absolut fein damit, sag ich dir, wie es ist. So, ich guck mal auf Kleinanzeigen. Für was geht das denn aktuell? Kann ich schon reich werden, Leute? Kann ich schon reich werden? Was suchst du? Super Mario. Ist ja wieder so weit vom Mikro weg, Leute. Ich könnte aufbrechen, ich weiß es, Leute. Oh, es geht aber schon für 90 Euro weg, ne? 111 Euro, 180 Echt? Euro. Ja, okay. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Aber ich dachte halt, das haben halt sehr viele gemacht, ne? Ich glaube nicht. Also, ich glaube halt nicht original verpackt noch so, weißt du? Es ist halt noch, es ist noch nicht angefasst worden. Es ist noch verschweißt, oder? Es ist noch in 1A-Condition. Ja, wenn du dann in 30 Jahren, Digga, ne? Bin ich, also, ne? Jetzt, wo ich auch... Eigentlich denke ich voll oft drüber nach, man müsste sich eigentlich jedes verfickte Spiel... Zweimal kaufen und einmal da lassen, ne? Und Konsolen auch vor allen Dingen. Eigentlich müsste man das tun, ne? Aber, ja. 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 Macht man dann irgendwie auch doch nicht, ne? Ich habe mir auch damals... Also es gibt bestimmt damals, Leute, die das machen, aber... Ich habe damals von Nintendo so eine Bayonetta 2 Box geschenkt bekommen, habe ich aber nie gespielt. Ich ärgere mich, dass ich damals aufgemacht habe, dass ich vielleicht noch mehr dafür gekriegt. Du hast eine Bayonetta 2 Box von Nintendo bekommen? Wieso habe ich keine Bayonetta 2 Box von Nintendo bekommen? Weiß ich nicht, weil ich gefragt habe. Also ich habe Bayonetta 2 von Nintendo bekommen, das weiß ich. Also den Download-Code. Nee, ich hatte so diese Box mit diesem Buch drin, was diese Special Edition, eine richtig große Box bekommen. Mit dem Buch und so anderen und Sammelfiguren und so ein Scheiß. Du bist doch nicht mal Fan. Nee, war mir auch egal. Oh mein Gott! Und dann habe ich die halt für 80 Euro verkauft. Sag mir so. Ja, das ist ja eine widerliche Art und Weise, ne? Ja, aber keine Ahnung. Aber wie gesagt, jetzt habe ich halt natürlich meine Wertanlage hier liegen. Damit ich in ein paar Jahren wieder reich bin. Endlich. wieder vor allen Dingen. Vor allem wieder reich bin, ja. Das erste Mal. Das erste Mal reich. Ich frage dich gleich mal was zwischen den Parts. Oh ja. Ne?
Ja, ja, okay. Wie lange geht der Part noch? Wir haben noch 5 Minuten. Verrückt, ne? Schon so viel erzählt eigentlich und schon immer noch 5 Minuten. Ja. Ist ja pass auf, ihr dürft ja heute, pass auf, es ist natürlich wieder mal jeden Part, versucht jede Session, ne, wo wir natürlich neu aufnehmen, müssen die Leute natürlich wissen, wie ist das Wetter aktuell in Hamburg, ne? Ah ja, stimmt, wie ist das Wetter in Hamburg? Computer, wie ist das Wetter? Oh, in Hamburg beträgt die Temperatur momentan 10 Grad Celsius bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute ist mit wechselnder Bewölkung sowie einer Höchsttemperatur von 22 Grad und einer Tiefsttemperatur von 10 Grad zu rechnen. Gott, war das laut. Ja. Man merkt, die Katze hat wieder auf dem Mischpult geschlafen. Okay. Das ist so nervig, ne? Kannst du dir nicht vorstellen, wie nervig das ist? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Jedes Mal musst du, jeden Morgen siehst du, dass die Regeln sind verschoben. Und denkst, oh, du Fotze. Deswegen klinge ich auch jedes Mal anders. Ey, aber stell dir mal vor, das ist gar nicht die Katze, sondern Michelle. Und die will nicht einfach die Regler bewegen. Ja. Weil sie dich ärgern will. Ja. Ey, das wäre so witzig eigentlich. Ja, ist auch würde ich mir den Arsch ablachen, ja. Ja, das kann ich hier sogar vorstellen. Bei ihr. Arschloch, was ich meine. Oh Mann. Ich muss mein Asthma-Spray noch in den Fenster. Ist bei dir schon bewölkt? Wie beneidisch, dass das bei dir bewölkt. Bei mir ballert schon wieder die Sonne voll drauf. Bei mir hat sie gesagt, genießen. Alter, gestern hatte ich auch schon wieder, ne, es waren 18 Grad draußen und in der Wohnung waren es halt 23, weil die Sonne geschienen hat. Mhm. Fürchterlich. Nee, okay. Übrigens sind wir gerade mitten in der Nacht auf, möchte ich sagen. In der Nacht, das ist meine beste Zeit tatsächlich. Ja. Cornel wundert sich wahrscheinlich schon voll. So, warum schreibt er denn nicht? Müsst ihr denn nicht langsam mal schreiben? Nee, es ist ja so, ich fahre ja weg, habe ich erzählt. Und deswegen habe ich gesagt, ich nehme noch ganz schnell auf mit Volo, damit ich jetzt noch aufräumen kann danach noch ein bisschen kurz. Weil wir haben einen anderen Katzenzitter diesmal, weil meine Schwiegereltern und so haben das Datum verkackt. Die dachten, das wäre nächstes Wochenende, dass wir nicht da sind. Aber dieses Wochenende sind wir nicht da. Und die sind aktuell in Polen. Deswegen muss ja jemand auf die Katze aufpassen. Ja gut, das ist natürlich schlecht, ne? Weshalb wir ganz lieb die Nachbarn von gegenüber gefragt haben und die macht das jetzt für uns. Also die guckt dann einmal rüber, einmal morgens, einmal abends, gibt einmal Futter und dann, ne? Und deswegen musst du jetzt noch die Wohnung aufräumen? Ja, generell. Sieht aber wahrscheinlich nicht schlimm aus, aber du hast natürlich... Man will ja das beste Bild zeigen, ne? Ja, nein, das heißt auch, also es ist ja wirklich einfach nur die Küche noch machen, ne? Weil da noch ein bisschen was von gestern liegt, noch vom Kochen. Das ist einfach quasi nur die... Und einmal durchsaugen. Aber dafür habe ich ja einen Saugroboter. Du musst ja auch nicht auf die Sekunde irgendwie wo sein, oder? Nee, also heute ist ja wirklich erstmal, es ist ja morgen erst das Treffen, aber wir fahren ja heute schon hin. Ich muss halt einchecken, so Michelle kommt ja erst eher um 15.30 Uhr nach Hause von der Arbeit. Dann wischt sie noch einmal schnell durch, weil ich darauf keinen Bock habe. Und dann fahren wir los, ne? Gemütlich, dann holen wir noch Benston ab und dann fahren wir los. Ja, das soll ja wohl, also das kriegen wir ja hier hin, ne? Dann ist ja, das ist easy. Aber ich dachte jetzt schon, hier ist ein bisschen Druck oder so, aber... Nein, hier ist kein Zeitdruck. Es ist einfach nur, ich will vielleicht auch trotzdem mal vielleicht nochmal ein Stündchen oder zwei live gehen. Ach so, ach stimmt, wolltest du auch noch, ne? Deswegen, ich bin ja Macher von mir. Gehst du doch mit dem Auto? Ja, auch noch. Ach so. Kriegt man eigentlich während des Autofahrens Donations? Nee, ne? Nö, deswegen. Es ist so typisch, ne? Das verstehe ich. Es gibt gewisse Sachen, die man macht im Stream, wo einfach safe ist. Ja, das mache ich ehrenamtlich heute. Warum ist das so? Ne, das mache ich einfach nur, damit die Leute sehen, ich bin da. Weißt du? Mehr ist das nicht. Quasi einfach nur. Ja, die wissen, dass es dich noch gibt. Glaube ich manchmal nicht. Und es also ist ich bin offiziell, auch. Ich kündige es auch jetzt hier einmal an. Am 25.09. startet ein Stream-Marathon. Okay. Im nächsten Part erzähle ich euch warum. Ah, okay. Ich wollte es nämlich gerade schon fast ansprechen und dann habe ich mir noch gedacht. Ah, fragst ihn lieber erstmal, ob er das überhaupt jetzt noch ansprechen möchte. Ja, möchte aber ich, aber gut, das ist im nächsten Part. Ich wollte es mir extra für den nächsten Part aufheben, weil wir für den nächsten Part ein crispiges Thema haben. Das ist richtig crispy. Das ist crispy, Leute. Es gab auch schon Foreshadowings in den Parts, Leute. Ja. Jetzt sind alle schon so, hä, was ist das? Das ist eigentlich spannend. So, oh. Jetzt kann ich bis morgen nicht mehr schlafen, Mollo! Ja. Schaut einfach in den Maris Sunshine-Part rein, der heute kam bei mir. Da werden wir auch ein... Das war es zwar nicht, aber ihr könnt trotzdem mal reingucken. Danke. Ja, generell könnt ihr auch immer mal in die Parts reingucken, Freunde. Das ist, Guckt auch in die Parts rein, wo nicht Wolle drauf ist, ja, ihr Fotzen. Ja. Weißt du, ich ist immer so, ich pack Wolle aus Pumpmehl und der hat nur drei Bilder, der Mann.
Ich kann ja nicht immer die gleichen drei Bilder auf Wappen packen. Das ist fürchterlich, ja, es ist schlimm. So, für mich auch schwierig. Bilder. Von Korn habe ich genau eins, also zwei. Aber das ist im Grunde zweimal das gleiche Bild. Ja, es ist nur, dass er einmal ein bisschen weiter nach unten guckt. Ja. Deswegen, ich fühle das. Mach doch mal neue Bilder jetzt. Dann stehst du da und denkst dir so, boah, das Gesicht passt aber nicht zu dem, was ich jetzt ausdrücken will. Was mache ich denn jetzt? Alleine von mir hast du 10 Bilder bekommen. Das war ganz gut, aber da passt auch nicht immer. Zum Beispiel kommt heute, oder kam das gestern? Ricky ist geil? Ricky wird geil? Nee, das hatte ich noch nicht. Oh, da hab ich den schon was? Hä? Kam gestern nicht. Doch, Ricky ist geil. Doch, mit dem Daumen war doch gut. Ja, aber ich hätte lieber ein Gesicht gehabt, wo du geil bist. Ja, hab ich aber gar nicht. Ja, weiß ich. Ich hab kein Bild von mir, wo ich eine Latte hab, du, falls du das willst. Das wäre halt stark. Ich hätte einen Dickpick gebraucht, ne? Ja. Wieso habe ich kein Dickpick von Ricky? Das kann wohl nicht wahr sein. Leute, im nächsten Part. Wollt ihr auch Dickpicks? Schreibt es in die Kommentare. Bis dann und ciao. Ciao.